herzlich willkommen zurück und oder neu zu meinem auf meinem Kanal. Ach Gott, Leute, ich bin durch. Mein Name ist Corrie und ja, heute gibt es ein Food Haul mal wieder. Den letzten hatte ich in meiner 100-Tage-Challenge mit reingepackt, aber ich werde versuchen, die in Zukunft wieder einzeln zu halten. Genau. Aber ich muss jetzt erstmal das Fenster zumachen. Ich tue mal ein bisschen die Lautstärke raus. So. Tu mal ein bisschen die Lautstärke ausgrenzen, aussperren. So, dale. Hier haben wir dreimal Salami. Moment, ich muss mal kurz. So, bin wieder da, wollte nur was nachfragen, weil mir was nicht klar war. So, Schmelzkäse. Dann Schlagsahne. Pflanzenmargarine zum Backen. Da geht diese Joghurtmargarine oder so, die ist da nicht so geeignet für. Passierte Tomaten. Zwei, drei, vier Dosen Kidneybohnen. Der ein oder andere kann sich jetzt vielleicht sogar denken, wofür. Dann eine Dose Mais. Dann, da die Junia noch nicht kennt, SZ-Schnitten. Ich finde, das ist was aus unserer Kindheit. Das sollten die Kids kennen. Oh, Sonnenbrille von meinem Männer haben wir nicht gekauft, würde ich sagen. Dann hat sich mein Männer zweimal die Noisette rausgesucht. Der junge Mann hat sich einmal Schoketten Stracciatella und einmal weiße Schoki rausgesucht. Und für mich gibt es zweimal die dunkle Schokolade mit Nuss. Genau. Ansonsten einmal Sandwich Toast für die Schule. Ganz wichtig. So, das war der erste. So, dann hatten wir, das war jetzt wahrscheinlich alles Lidl und Rewe, genau. Im Kaufland hatten wir für 99 Cent das Kilo gestern schon einen Butternut geholt. Und wir hatten bei unserem türkischen Supermarkt für 49 Cent das Kilo noch einen Spaghetti-Kürbis geholt. Den haben wir aber gestern schon gegessen. Den gibt es die Tage. Ich werde euch auch gleich erklären, wie wir den machen. So, heute gibt es, dafür heizt der Ofen auch schon vor, für mich die Backfrische Spinat mit Lachs. Für Junior die Salami Romano. Oh, und Männer will sie auch. Heute mal keine Pepperoni-Pizza. Okay. Und dann ein Päckchen Magerquark. Bananen für die Schule, ganz wichtig. Julia nimmt wieder Bananen mit in die Schule und ein Päckchen Suppengemüse. Genau. Morgen kommen noch zwei, drei Sachen dazu. Deswegen werde ich das hier jetzt auch nicht beenden, sondern morgen noch die restlichen Sachen dazu. Aber ich werde euch jetzt schon mal unseren Speiseplan verraten. Genau, morgen gehen wir noch mal ins Kaufland und in Lidl, weil wir nicht alles gekriegt haben und die noch am Ausräumen waren. Genau, also gestern hatten wir ja Spaghetti-Kürbis.
Dann wollten wir noch Ofenkürbis machen, also mit Ziegenkäse überbacken. Dann Kürbislasagne. Genau, dann muss ich noch den Hackfleisch auftauen. Pizza. Dann für 2 Tage Linsensuppe. Dann einmal Erbsensuppe, aber nicht mit ganzen Erbsen, sondern die pürierte. Dann für 2 Tage eine Nudelbohnenpfanne. Am Samstag gibt es Chili, also nicht diesen, sondern Samstag in der Woche gibt es Chili und eine Waldmeistertorte, dafür die Sahne und den Magerquark. Und sonntags in der Woche gibt es Knödel und Kohl. Heißt, wir haben jetzt für 1,5 Wochen eingekauft. Heißt, den nächsten Food Haul kann ich euch erst circa in 14 Tagen zeigen. Genau, da das nächste Geld, also der Monat ja eine halbe Woche mehr hat und dementsprechend können wir dann halt erst montags einkaufen gehen. Ja, also kommt ein Wochenende mehr dazu. Und ihr habt dann anstelle von samstags wahrscheinlich dienstags oder mittwochs den Food Hall. Genau, aber halt nicht nächste, sondern übernächste Woche erst. Genau. Ja, wie gesagt, dann tue ich euch morgen noch die Sachen, die wir morgen holen, hinten dranhängen und werde dann das Video für euch fertig machen für Samstag. Also, bis morgen. So, ihr Lieben, Teil 2 vom Food Haul, genau. Wir waren noch mal im Kaufland und im Lidl. So, im Kaufland wurde es sehr, sehr süßigkeitenlastig. Gleich vorweg die Warnung. So, aber auch einmal saure Sahne. M&M's. Die wollte ich mal probieren, die Cruiser, so Karamell, also ich denke so Mars ähnlich. Dann ja, so Knoppers-Verschnitt vom Kaufland, bin ich mal gespannt, wie die Variante schmeckt. Ja, russisch Brot, ich liebe das Zeug. Ja, fürs schon erwähnte Chili 1,2 Kilo Hackfleisch. Dann für, wenn es mal schnell gehen muss, 4 mal Tomatensauce. Dann Buttercookies, dänische. Hier sind schon mal 3 Tomaten. Ich weiß nicht, ob wir 3 oder 4 hatten. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das finden wir gleich raus. Da ist noch eine zweite Tasche. So, da haben wir einmal von Lidl einen Donut. Den gab es gratis wieder. Mal rüber. Genauso wie es bei Lidl den griechischen Joghurt gratis gab. Und dann haben wir noch im Kaufland geholt Kaffeekränze. Sag ja, es wurde heute sehr süßigkeitenlastig. Dann Knusperkartoffelringe. Und Kartoffelsticks, beide im Paprikageschmack. Und mein Männer liebt die Knuspersnack, auch Paprikageschmack. So, das war dann jetzt wieder Lidl. Junior hat sich die mal zum Probieren gewünscht. Hier ist Oreo-Eis, ist schon im Froster.
Und wir haben wieder einen Ketchup 60% weniger Zucker. Und für unterwegs hatten wir uns noch ein kleines Wasser geholt. Genau. Ja, das war dann jetzt. Ah, Moment, eins habe ich noch im Kühlschrank. Wir haben uns nämlich mal was gegönnt, da wir relativ selten Alkohol trinken. Wir haben uns mal dieses Iron Maiden Bier gegönnt. So, das war's jetzt aber mit dem Einkauf. Genau. Ja. Vielen Dank an alle, die bis zum Schluss geguckt haben. Ich würde mich für die, die es noch nicht gemacht haben, freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ja, ein Like schadet nie, weil das zeigt mir, dass ihr meine Videos mögt. Und für alle, die der Meinung sind, müsst ihr den Daumen nach unten lassen. Ist auch eine Reichweite für mich. Also danke auch an euch. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüssi, eure Corrie.